Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Geheimakte. So, liebe Leute, falls ihr jetzt gerade erst eingeschaltet habt, ich schreibe immer darunter, was in der letzten Folge geschehen ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es gucken, lesen. In der letzten Folge ist halt geschehen. Diese riesige Katzen, wir sind hier in Moskau gelandet. Und wir untersuchen erstmal. Und zwar den Arbeiter, den sprechen wir nämlich noch gar nicht an, obwohl man es kann. Weil ich gehe auch immer zuerst zu den Sachen hin und nehme mir einfach irgendwas. Solange der Arbeiter wegschaut, nutze ich mal die Gelegenheit. Mal sehen, was russische Bauarbeiter so frühstücken. Keine Wurst, kein Käse. Dafür 4 Schichten Butter. Ein dickes Gummiband. Was kann man hier noch nehmen? Was ist das? Ein Schlauch. Den sollte ich vielleicht noch nicht erarbeitet, gerade mit einem Schlauch. Entweder der Stein der Weisen in doppelter Ausführung oder doch nur 2 stinknormale Ziegel. Ich bin für den Stein der Weisen in doppelter Ausführung. Was ist denn hier? Das Ding würde sich wahrscheinlich selbst mit Rädern nicht mehr bewegen. Ohne Räder wird's wohl extrem unwahrscheinlich. Wahrscheinlich sollen wir dieses Ding zum Fahren bringen. Die Rostlaube ist in einem echt erbärmlichen Zustand. Der Totenkopf. Na? Oh, das Ding ist total eingerostet und unbeweglich. Welche Ähnlichkeit zu Männern seines Alters. Das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Na da. Keine Wurst, kein Käse, dafür 4 Schichten Butter. Nimm mal das. Gute Idee. Die Butter könnte als Schmiermittel funktionieren. Die Dinger haben eine gewaltige Hebelkraft. Oder ein Hebel. Die Dinger haben eine Jetzt lässt sich der Wagenheber zwar runterkurbeln, aber mit rechts kurbeln und mit links das Auto halten? Ich glaube eher nicht. Okay. Machen wir's so. Ich werde mal versuchen, das Wrack mit den Ziegeln abzustützen. Die Dinger haben eine gewaltige Hebelkraft. Ach so, sonst können wir jetzt gerade nichts damit machen. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute Idee. Das gilt besonders, wenn der Arbeitsplatz einem kräftigen Bauarbeiter gehört. Ein langer Gummischlauch. Na gut, dann reden wir mal mit dem. Der macht einen extrem wütenden Eindruck. Spaß bei der Arbeit sieht definitiv anders aus. Hallo, so spät noch am Arbeiten? Ja, lustig, oder? Finden Sie bestimmt ganz witzig, dass ein armer Arbeiter zu so später Stunde noch schuften muss und dann auch noch in der Scheiße anderer Leute rumwühlen darf. Richtig lustig, oder? Ha, ha. Na, Sie sind ja extrem gut gelaunt. Eigentlich wollte ich mich aber gar nicht lustig machen. Wirklich nicht. Oh, Entschuldigung. Ich bin wohl ein bisschen gereizt. Hab heute eigentlich meinen freien Tag und, naja, jetzt muss ich hier Überstunden schieben. Bloß weil dieses Soldatenpack nicht in der Lage ist, eine Klospülung zu bedienen. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu denen, oder? Nein, nein, keine Sorge. Gut, wenn ich den erwische, der mir den Mist hier eingebrockt hat, dem wird anschließend schon schlecht werden, wenn er nur an das Wort Klo denkt. Ja, könnten wir vielleicht das Thema wechseln? Mein bildliches Vorstellungsvermögen ist recht ausgeprägt und mein Magen erinnert sich gerade, was er zum Mittag hatte. Okay, dann reden wir mal über das Wütend. An einem freien Tag arbeiten zu müssen, ist natürlich echt bitter. Das würde mir auch stinken. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Hatten Sie denn schon irgendwelche Pläne?
Kino, Kneipenbesuch oder so? Ja, ich wollte angeln gehen. Ein paar Bier, die Rute in der Hand. Ja, so einen Freund hatte ich auch mal. Hä? Nichts, gar nichts. Erzählen Sie weiter. Na ja, einen ganz entspannten Tag halt. Aber vielleicht kann ich das ja morgen nachholen. Die müssen nur endlich einmal die richtigen Lottozahlen ziehen. Okay. Lottozahlen? Diese Lottoziehung, was ist daran so besonders? Die haben da eine Sonderziehung, bei der man so richtig abräumen kann. Wissen Sie, ich spiele seit 20 Jahren Lotto und habe noch nie was gewonnen. Aber heute ist mein großer Tag. Das habe ich schon beim Aufstehen gespürt. Heute hat dieser ganze Mist hier ein Ende. Ich werde mir eine kleine Hütte an irgendeinem schönen Fluss kaufen. Und vielleicht auch gleich noch den Fluss mit dazu. Und dann... Ja, und dann den ganzen Tag die Rute ins Wasser halten, ich weiß. Genau. Das Blöde ist nur, dass man wirklich jede Zahl in der richtigen Reihenfolge haben muss. Wenn die ersten drei stimmen, gewinnt man schon was. Aber so richtig abräumen kann man erst, wenn alle Zahlen richtig sind. Das heißt, wenn nur eine einzige Zahl falsch ist, kann man im schlechtesten Fall komplett leer ausgehen? Jep. Aber ich werde gewinnen. 4, 5, 6, 5, 4, 9. Mit diesen Zahlen beginnt für mich ein neues Leben. Ich glaube, wir müssen uns diese Zahlenkombi merken. Nun bin ich aber extrem schlecht im Merken. Egal, wir reden erstmal weiter. Das Auto da drüben, gehört das Ihnen? Nö, steht da, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Keine Ahnung, ob überhaupt noch Teile drin sind. Ich glaube, das war 4, 5, 6, 5, 4, 9, ne? Die Soldaten haben Ihnen also den freien Tag versaut? Kamen die denn ganz plötzlich? Nein, nicht ganz plötzlich. Waren schon vor ein paar Tagen angekündigt. Aber dass es so viele werden, hätte ich nicht gedacht. Keine Ahnung, was die hier alle wollen. Die Soldaten überschwemmen das gesamte Viertel und Sie haben keine Ahnung, weshalb die hier sind? Naja, Soldaten laufen ja immer einige rum. Ist ja schließlich ein Militärbahnhof. Aber so viele wie heute waren schon lange nicht mehr. Hab gehört, die wollen nach Novosibirsk. Und was wollen die da? Weiß ich nicht. Die sprechen ja nicht mit uns. Halten sich für was Besseres. Die meisten haben sowieso keine Ahnung. Die führen nur ihre Befehle aus. Sind wohl auch Wissenschaftler dabei, hat ein Kollege erzählt. Und vorhin habe ich große Käfige gesehen. Keine Ahnung, was die damit wieder vorhaben. Käfige? Ja, angeblich sollen ja einige Gefangene in dem Zug sein. Vielleicht deswegen. Käfige für Gefangene? Halten die meinen Vater wie ein wildes Tier? Ich muss dringend in diesen Zug und ihn da rausholen. Ich werde dann mal wieder. Ja, ich auch. Also ich guck mal jetzt auf der Lupe. Oh, gar nicht gesehen. Ein Werbeplakat der Gartuso Corporation. Tierisch teuer, schlechte Netzabdeckung, mieser Service. Wenn das Ihre Ansprüche an das Mobiltelefonieren von heute sind, gehen Sie zur Konkurrenz. Wenn nicht, kommen Sie zu uns. Gartuso Telekommunikation bietet für jeden Bedarf die optimale Vertragsoption. Individuell zusammenstellbar. Wechseln Sie jetzt. Die sind ja mittlerweile überall. Zu Hause habe ich von denen auch schon Dutzende von Prospekten zugeschickt bekommen. Die Absperrung soll wohl verhindern, dass jemand in den offenen Kanal fällt. Noch mehr Sinn würde sie machen, wenn sie einmal ganz um den Kanal rumführen würde. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist die Absperrung soll wohl... Sonst? Da kommen wir noch gar nicht. Sonst das Auto, gehen wir mal dahin. Wir könnten mit denen reden. Tun wir mal. Hier stehen die Zahlen der Sonderziehung drin. 4, 5, 6, 5, 4, 8. Eine einzige Zahl falsch. Da wird sich der arme Bauarbeiter aber ganz schön in den Hintern beißen. Ja.
Leider Gottes. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mit ein paar eindeutig zweideutigen Anspielungen nicht doch in den Bahnhof komme. Hallo, schöner Mann. Oh, hallo. So allein hier draußen? Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Von mir aus? Oh, oh, das wird eine harte Nuss. Kann ich mir die Zeitung mal ein paar Minuten ausleihen? Was? Nein, auf gar keinen Fall. Die Krankenschwester ist kurz davor, endlich den Oberarzt rumzukriegen. Bitte was? Sagen Sie bloß, Sie kennen die Sibirien-Saga nicht. Nee, da muss ich passen. Was soll das sein? Der Fortsetzungsroman in der Moskau-News. Eine hinreißende Love-Story. Seit über 3 Wochen gibt's jede zweite Ausgabe das nächste Kapitel. Und ich vermute, dass die Krankenschwester... Ja, ja, schon gut. Hört sich extrem spannend an. Sind Sie denn bald damit durch? Nein, noch lange nicht. Ich lese absichtlich ganz langsam, damit die Spannung möglichst lange erhalten bleibt. Hab die Zeitung zwar auch zu Hause, aber hier ist ja eh nicht viel los, sodass ich ganz in Ruhe lesen kann. Bin mal gespannt, ob das Komplott der Oberschwester... Nein, bitte nicht weitererzählen. Mein Arzt hat mir zu viel Aufregung und Dramatik verboten. Sie bewachen den Seiteneingang hier. Gibt's dafür irgendeinen besonderen Grund? Ja, es soll keiner reinkommen. Ach nee, was du nicht sagst. Ich flirte mit dir, du Blödmann. Oh, und deswegen hat man extra so einen starken, muskulösen Mann wie Sie dahingesetzt. Was? Meinen Sie mich? Klar. Ich bin mir sicher, die haben vorher lange überlegt, wem sie einen so wichtigen Auftrag geben. Und dann kamen die zu dem Schluss, dass nur sie diese Aufgabe erfüllen können. Durchtrainiert mit einer Ausstrahlung von Macht und Stärke. Ja, da haben Sie wohl recht. Bin zwar erst seit 3 Jahren bei der Truppe, aber habe schon sehr viel erreicht. Klar, ich als schwache Frau fühle mich auch gleich viel besser, wenn ich weiß, dass ganze Kerle wie Sie unser Land verteidigen. Was ist denn in dem Bahnhof so wichtig, dass für die Bewachung eines Nebeneingangs extra Sie ausgewählt wurden? Eigentlich darf ich das ja nicht sagen. Ist streng geheim. Aber ich vermute, es geht um irgendeine Geheimdienstsache. Hier laufen massenweise auffällig unauffällige Leute rum. Sie sind doch nicht vom FSB, oder? Ich? Nein, nein, natürlich nicht. Puh, Glück gehabt. Da hätte ich mich beinahe verplappert. Will ja nicht so enden wie mein Kollege. Den haben Sie nämlich gerade mitgenommen. Klar, verstehe ich. Mist, fast hätte ich ihn so weit gehabt. Wieso ein Soldat? Ich mag's, wenn sie flirtet. So zweideutig, eindeutig. Ihr Kollege, wo wurde der denn hingebracht? Kommt der gleich wieder? Ich fürchte nicht. Die beiden Typen, die den armen Kerl mitgenommen haben, sind, glaube ich, vom Geheimdienst. Oh, weswegen wurde er dann mitgenommen? Keine Ahnung, aber da fragt man auch besser nicht nach. Eine falsche Frage zur falschen Zeit und es könnte deine letzte Frage gewesen sein. Wenn die einen erstmal in der Mangel haben, kommt man da nicht so schnell wieder raus. Wenn man überhaupt wieder rauskommt. Oh. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Die Lampe? Von hier aus würde ich tippen 60 Watt. Aha. Ist mal die was? Ein dickes Gummiband. Von da oben lässt sich das gesamte Gelände überblicken. Ich sollte also aufpassen und mich so unauffällig wie möglich verhalten. Was denn das? Sehr nützlich, wenn man mal wieder vorm Fenster des Geliebten steht und nicht reingelassen wird. Steine! Wir müssen eine Steinschleuder bauen. Was denn hier? Zigarettenstummel. Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte er sich mit diesem Zigarettenkonsum mal bei so einer Rekordshow im Fernsehen bewerben. Aber sonst? Ein völlig gewöhnlicher Kieselstein. Ja, so gewöhnlich, ich weiß ja nicht. So, wir müssen... Ich glaube, wir müssen erstmal zurück zu unserem Typen und ihm sagen, dass er doch leider Gottes eine Zahl falsch getippt hat. Aber das tun wir in der nächsten Folge, weil diese Folge gleich vorbei ist.
Also, bis zum nächsten Mal bei Geheimakte hier momentan in Moskau. Ciao.